Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ico. Hallo. Mit dem Kitma. Und mit mir. Ich klatsche die ganze Zeit und man hört es gar nicht. Nee. Ich habe direkt vom Mikrofon geklatscht. Dein Noise Gate ist einfach zu gut. Der erkennt halt einfach die Sachen, die er nicht senden soll. Also, in diesem Fall sollte er es schon senden, aber er tut's nicht, weil er es als Nicht-Sendegeräusch interpretiert. Tja. Ach, Chi. Ach, Chi. Was denn? Weißt du, was ich mir mal gedacht habe? Was denn? Kann man eigentlich nicht. Wir haben ja eine sehr tiefe Goldmine. Mhm. Kann man nicht eigentlich rein theoretisch einen Aufzug bauen und dann runterfahren mit dem Karren? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, man kann ja Aufzüge bauen. Ich finde aber nicht, dass wir damit unsere Zeit jetzt verschwenden sollten, wenn es anders auch geht. Beziehungsweise, wenn du mich als Schleppdepp hast. Bitte bau einfach diesen Laser. So, wieder runter. Ist das schon sowas? Geht das schon in die Richtung Galgenhumor? Ja. Huch, Hüsterli. Golderz. Für die Elektroscheiße brauchst du das Gold, ne? Ja. Okay. Ich mach jetzt gerade 53 Stahlzahnräder. Klingt schön. I guess. Unglaublich. Unglaublich. Wow. Wunderschön. Ich bin jetzt halt gerade dabei, also ich bereite schon alles vor, damit ich die Upgrades weiter ausbauen kann, damit wir unsere Rohstoffbedürfnisse weiter runterschrauben können und nicht die ganze Zeit immer neu für Nachschub sorgen müssen, damit wir wieder 5 Einheiten bauen können. Ich werde gerade von Gold erschlagen. Gut, ist doch, es gibt Menschen, die wünschen sich das auch RL. Na gut, erschlagen vielleicht nicht. Eher sie schlagen, meinst du? Natürlich meinte ich das. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwelche Tische noch nicht gebaut? Hier gibt es ja so fucking viele Sachen. Automatic Loom, Automatic Advanced Tailoring Table. Elektronik-Fälle habe ich schon gemacht. Das haben wir hier bekommen. Das ist ein Spin-Melter. A device with a rotating drum. What does the fox say? Ding, 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 ding. Oder ein Servomotor, ein Schwenkantrieb, mit dem die Dreheinstellung kontrolliert werden kann. Verbesserter Schreiner Handwerkstisch. Ich weiß nicht, wie ich die ganzen Sachen hier reinkriegen soll, Chi. Das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, ich werde von den Sachen, die wir hier haben, regelmäßig welche abbauen. Und nur die aufstellen, die ich brauche. Ich bin zu hungrig, um den Holzkarren zu ziehen. So, gut, dass kann es ich hier überall Essen gibt. Labor needed. Industrie. Ich muss jetzt einfach noch ein Level Industrie aufsteigen, Mann! Ja. Ach, jetzt kann ich ja wieder runtergehen und Gold holen. Wenn ich wieder vollgefressen bin.
Basic Circuits, die habe ich hier gemacht, die Basic Circuits. Dafür muss ich noch Substrate machen. Oh mein Gott, mein Salat ist fertig. Du musst es nicht glauben. Versteckter Kunst. Ja, hey. Tut mir leid, dass ich gerade nicht mehr Begeisterung aufbringen kann, weil ich habe die Produktionsstränge nachverfolgt und ich muss etwas machen, woraus ich was machen kann, damit ich was machen kann. Daraus kann ich dann was machen, um das zu machen, was ich eigentlich machen will. Das ist mein Kommentar dazu. Äußerst qualifiziert, ja. Ich weiß. Aber sehr treffend. Ich kannte mal einen, der einen kannte, der einen kannte und der einen kannte, der einen kannte und der kannte den Cousin des anderen. Wir sind aber auch schon ein bisschen masochistisch veranlagt, dass wir es trotzdem noch weiterspielen, ne? Ach du, dezent. Aber ich will es auch nicht abbrechen. Wir haben gesagt, wir machen den Laser, also machen wir den Fuck Laser. Ja, wir machen das auch zu Ende. We get it. We get it, she. Because we are fucking awesome peoples. Du sagst heute sehr oft Fuck. Weißt du das schon? Fuck. Ja. Du was, Chi? Fuck. Einfach fuck. Das macht das Spiel mit mir. Fühle ich. Verstehe ich voll und ganz. Weil eigentlich habe ich auch schon früher mal Eco gespielt, deswegen bin ich so geworden, wie ich jetzt bin. Ah, alt und okay. Verbittert. Und voll mit Flüchen. Avada Kedavra! Crucius! Imperio! Sie steht eigentlich unter dem Imperio-Zauber, deswegen hat sie überhaupt angefangen mit mir aufzunehmen. Das ist korrekt. Ich guck irgendwie. Weißt du, ich fühle mich manchmal so ein bisschen. Kennst du das? Wenn man Hunger hat, aber nicht weiß, auf was. Und ja. Aus Langeweile und einfach in den Kühlschrank guckt. Davor steht, nicht weiß, was man rausnehmen soll, dann einfach wieder zumacht. Yep. Und dann 5 Minuten später wieder reinguckt, in der Hoffnung, es könnte ja was anderes drin sein. Yep. Genauso geht's mir mit den Fertigungstischen. Ich guck da rein, ohne zu wissen, warum wirklich, um wieder rauszugehen, nur um ein paar Minuten später wieder da reinzugucken. Ich hab Gold für dich. Das ist sehr lieb. Das darfst du mir gerne ins Lager rotzen. Ist schon drin. Ich habe auch noch Kohle dabei. Das ist geil. So. Jetzt brauche ich die Straßen. Hast du die? Ah, okay. Hast du die schon gefunden? Grad sagen, dass, ja, ich wollte gerade fragen, ob du die schon ausgenommen hast, die ich gemacht habe, aber ich sehe es schon. Du bist gerade dabei. So, dann machen wir mal hier. Crushed Copper. So. Eine Ölbohrpumpe, die ich noch aufstellen kann. Dann habe ich alle 10 Ölbohrpumpen da unten im Betrieb. Das hört sich wundervoll an. Mein Gut, man kann auch den 2 Rauchschwaden folgen von Raffinerie und Dampfmaschine. Kommt auch ans Ziel. Je schwärzer es wird, desto näher kommt man. So soll es ja eigentlich sein, oder? Also sowas ja. So funktioniert Umweltschutz, oder? Ja, weißt du, dass die sind ja mit Aromastoffen versetzt. Im Prinzip ist das einfach für die Luftbefeuchtung gedacht, weil wir ja so trockenes Klima im Moment haben. Hm, ich verstehe. Das, deswegen ist das quasi damit kompensiert worden, indem wir diese feuchten Düfte ausströmen lassen. Warum? Das klingt ein bisschen wie Durchfall. Ja, manchmal auch das. Ah nein, falscher Knopf. Dass ich zwischen den durch übrigens mal immer wieder tippe, liegt daran, dass ich mir Folgentitel aufschreibe. Ach ja? Weil mir mitten unter das unterm Aufnehmen einfach der Folgentitel einfällt.
Okay, das sind sufficient electrical power. Warum? Hä, warum? Darum. Oh. Bitte. Eventuell reicht eine Dampfmaschine hier hinten nicht mehr aus. Das ist schlecht. Naja gut, dann ist eine Ölbaupumpe gerade nicht in Benutzung. Die steht jetzt gerade still. Die anderen laufen aber noch. Und wichtig ist, dass die Raffinerie auch weiterläuft. Das sieht auch gut aus. So richtig, richtig parkourmäßig. Du musst auch immer, kannst immer nur durch die Ölbaupumpen durchgehen, wenn der Hammer gerade oben ist. Ja, die Straßen. Mhm. Aber nicht mehr viele, so 30 vielleicht. 300. Nee, 30 vielleicht. Dann noch einmal 20, dann noch einmal 10 und dann sind wir fertig. Ja, ich hoffe es nicht, aber kann ja auch nichts dafür. Ich mach die Straßen. Danke. Dafür hole ich dir Gold. Ich finde, das ist gut, dass ich Steinstraßen gegen Gold austausche. Das ist ein guter Deal. Für dich ist es ein guter Deal, ja. Kupferohr. Achso, ja, Entschuldigung, das Inventar ist voll. Sorry. Stress mich doch nicht so. Hab ich denn hier noch irgendwelche Crushed-Sachen drin? Der kleine Schiefer, ja. Sehr gut. So. Wieder eine Ladung Gold. Das ist nochmal das Schiefer. Ich hab Hunger auf Muffins. Wieso gerade Muffins? Weil ich gestern auch schon Muffins gegessen habe, weil ich noch welche von Salzburg übrig hatte. Mm. Und die waren echt lecker. Mm. Ich glaube, wenn ich meine eigene Wohnung habe, dann machst du die Muffins. Mache ich mir Muffins. Vor allem dann kann ich das auch streamen. Gibt's Back- und Kochstreams. Ich hoffe dann natürlich, dass sich die Wohnung dafür anbietet, solche Streams zu machen. Das werde ich schon so hinkriegen. Ich vertraue dir. Danke. So, dann ein bisschen Mörtel anschmeißen. Mörtel Snow. Schluck auf. Gesundheit. Danke. Hier in zerkleinerten. Auf mich anzuknurren, blöde Töle. Ja. Die Türen gehen, finde ich in diesem Spiel übrigens auch sehr schwierig. Das ist absolut korrekt. So, ich mach dir schon mal 25. Die kann ich dir gerade herstellen. Ja, danke. Ich tausche sie dann wieder gegen Gold. Geil. Oh, Christian spielt Rocket League. Das ist nichts Neues. Nee, ist es auch nicht. So, wo kann ich denn jetzt hier... Concentrate 3 Iron? Nein. Dann muss ich das wahrscheinlich wieder in der Shuttlebox hier hinten machen. Copper Concentrate. Aber ich glaube, dann kann ich beim nächsten Mal das Buch weitermachen. Damit wir mit denen mal fertig werden. Dann bin ich offiziell nur noch dein Schleppdepp. Weil dann habe ich, nichts mehr zu tun. Aber deine Folgen haben wir doch, ist das doch total langweilig, oder nicht? Das ist korrekt. Und dennoch ist Eko das meistgeklickte Let's Play. Das ist doch so dämlich. Leute, guckt. Anderen Let's Plays ein bisschen in Schatten stehen, ja. Weißt du, so ein Far Cry 6 oder sowas ist nichts im Vergleich zum Schleppen bei Eko. Das ist korrekt. Das ist so bescheuert. Ich bin mir sicher, nicht mal Horizon wird wahrscheinlich so gut laufen.
Das kommt auch auf YouTube. So gut wie. War es so gut wie Eco? Ja. Wobei mein mit Abstand bestes Let's Play ist immer noch Cyberpunk. Das hat noch nichts übertroffen. Das ist seit Release 2020 auf Platz 1 meiner meistgesehenen Let's Plays. Hey, wo siehst du das in den Analytics, oder? Ja, da hast du immer so die Übersicht mit den Videos mit den meisten Aufrufen in den letzten 28 Tagen. Mhm. Seit Release steht der Cyberpunk auf Platz 1. Das hat jeden Monat die meisten Aufrufe. Ja, gut. Mein Platz 1 ist wahrscheinlich eher auf ewig gesetzt mit dem WoW-Geschichtsvideo. Ja. Also, ich glaube so die Platz 2, 3, weißt du, da bewegst du dich so im dreistelligen Bereich und dann kommt das Geschichtsvideo einfach so im oberen vierstelligen Bereich. Da kommt nichts dran einfach. Man braucht nur einmal ein gutes Video. Das Lustige ist, ich konnte das Video tatsächlich sogar noch monetarisieren. Geil. Ja, es ist, ich würde auch mal sagen, das spielt wahrscheinlich 90% der Erlöse ein, aber gut. Man braucht nur ein gutes Video. Bist du bescheuert eigentlich? Aber gut, naja. Will mich ja gar nicht beschweren. Aber ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile, also normal liefen ja immer meine Lesevideos mit Abstand besser als meine Let's Plays. Mittlerweile holen meine Let's Plays auf. Also aus irgendwelchen Gründen scheine ich erfolgreich bescheuert zu sein. Das muss man erstmal hinkriegen. So, ich pack dir die Straße ins Lager. Danke. Hast du gehört? Ins Lager, ja, danke. Ja, Straßen-Chi, ja, ins Lager. Jetzt gerade gepackt, 25 Stück. Dankeschön. Ich wollte es dir nur sagen, weil du dich ja sonst wieder beschwerst, dass ich nicht rede. Ja, danke schön. So. Dankeschön. Danke, ja. Ich mache jetzt aber dann nochmal Mörtel hier und dann. Mörtel da. Mörtel überall. Munda, munda. Bubu, bujubu. Munda, munda. Es wird übrigens spät, Freunde, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber. Munda. Wir lassen das mal so stehen, ja? Und tun so, als wäre das okay. Wenn wir uns was anmerken, dass wir uns davon irritieren lassen, dann. Ich bin in Salzburg an einem Mannershop vorbeigelaufen und habe genau dieselbe Reaktion gezeigt, wie ich gerade eben. An einem Mannershop? Moinja, einem Mannershop. Die Schokowaffeln. Manna? Ja, kennst du nicht Manna Waffeln? Nein? M-A-N-N-I-R. Daher kommt es, Manna Manna. Du. Ich kenne das Lied, aber ich kenne keine Waffeln, die so heißen. Ja, vielleicht bist du schon zu nördlich von Deutschland. Die kommen ja, nämlich ursprünglich aus Österreich. Ja, du, ich jetzt NRW, das ist nichts mit. Gibt es das schon wieder nur noch in Bayern? Dann schon wieder nicht mehr. So, ich habe hier noch weitere 5 Straßen gemacht, bringe ich dir jetzt auch an. Hast du deine 30 Straßen, die du angefragt hast, zusammen? Ja, danke. Munja, munja. Nicht! Jetzt haben wir dann alles durch. Aber sonst ist alles gut, Chi, oder? Nein. Ich weiß nicht, also. Das sind ja jetzt 5 Folgen. Normalerweise machen wir ja maxi so 4 eigentlich in der Woche. Mhm. Ich merke die 5, ich weiß jetzt auch warum. Die 5. ist eigentlich schon eigentlich zu viel. Ja. Wie wäre das eigentlich, wenn wir wirklich mal so. Bitte 10 Folgen nicht aufnehmen? Tu mir das bitte nicht an. Ja, vor allem. Tu mir das bitte nicht an. Nichts. Ich mach doch überhaupt nichts. Tu mir das bitte nicht an. Gee. Ich will jetzt dann schlafen. Ich bin müde. Es wird alles Gucci. Glaub mir. Gucci, Gucci. Halalalala. Gucci wurde übrigens im Sale. Ja, ja.
Uchibus im Sale. Mit meiner Musik, die ich einfach im Hintergrund laufen habe und dann deine komischen Kommentare dazu. Das passt irgendwie gerade. Bei mir läuft im Hintergrund Electronic. Nö, bei mir läuft ganz entspannte Dark Chronicle Menu Music. Ach nee. Wir kommen. Ja, so ein bisschen 8-Bit-Version, was ich hier habe. Komischerweise mag ich 8-Bit nicht so gern. Stardew Valley-Musik? Hallo? Ja. Nicht auf Dauer. Also zum Zocken geht's, aber ich will es mir jetzt nicht privat anhören. Ich würde mir auch meine Electronic Beats EDM. Wollen wir vielleicht das Thema wechseln? Ich frage nur. Manja. Du. Manja. Du. Liebe Freunde, wisst ihr, es kommt ja alle 2 Tage eine Eco-Folge raus. Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Aber ich nehme ja mit der Chidi-Folgen immer am Stück auf. Ne? Das heißt, wo ihr nach einer halben Stunde abschalten könnt, habe ich hintereinander weg. Es ist schwierig, das nicht als Kompliment zu sehen, weißt du das? Dass du das als Kompliment siehst oder die Zuschauer? Ich. Du siehst es als Kompliment, dass ich dich so lange ertragen darf? Eben nicht. Vor allem dieses Ertragen dabei. Was? Entschuldigung, war es jetzt gerade das falsche Wort? Hätte ich ein anderes nehmen sollen? Moinja. Boi du. Weißt du, was mittlerweile sogar auch schon vorkommt? Was denn? Vor der Aufnahme, bin noch fertig gemacht, war noch am Essen und so weiter. Da habe ich halt über unsere gemeinsame Zeit bei Eco nachgedacht. Dann hast du dir gedacht, Moinja. Nein, das habe ich mir nicht gedacht. Dann hatte ich einfach nur dieses komische Minecraft-Maschinengeräusch im Kopf. Ja. Meinst du das? Ja. Ich bin sehr gut darauf, Leute darauf zu konditionieren. Wenn ich jetzt im Stream Nöten mache, dann schreibt der ganze Chat auch mit. Gee, ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass das einfach nervtötend sein kann? Ja. Genau deswegen mache ich es. Gut. Nee, eigentlich nicht gut. So, ich mache jetzt 23 glasfaserverstärkten Kunststoff-Chi. Was sagst du denn dazu? Das dauert nur 20 Minuten. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Ich hab Spaß, ich weiß nicht, wie es dir geht. Kennst du diesen Gesichtsausdruck, wenn ein Mensch, also wenn du im Gesicht eines Menschen, wenn du im Gesicht eines Menschen erkennen kannst, dass er gleich anfängt zu weinen? Ja. Ich glaube, diesen Blick habe ich gerade unbewusst in meine Kamera gemacht. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, ich auch nicht. Ich tu mir leid. Du tust dir leid, das ist aber nicht schön. Ich tu mir selber leid. Wow. Das waren ein paar harte Kurven. Komm, geht aus dem Weg, ihr Mistviecher. Aua. Hey, wir sind im Let's Play, wir müssen Unterhaltung bieten. Aber einmal fühle ich diese Tatsache. Weißt du, wenn du auf einen Legostein trittst, im Dunkeln, irgendwie ist das, glaube ich, gerade die angenehmere Alternative, die ich habe. Ich habe dir ganz viel Gold mitgebracht. Okay, ich besitze auch keine Legosteine. Ja, ich nehme mal Gold. Ich trete auf den Goldstein. Gold. Ja, feine Gold. So. Dann machen wir den Sims mal. Alter. Ja? Möchtest du diesen Satz nochmal anfangen? Nee, ich wurde von dem Gepard unterbrochen, der mich einfach angegriffen hat. Gut, er ist auf meiner Seite, ich merke schon. Ich töte den gleich.
Gibt es wenigstens Fleisch? Oh ja, stimmt, ich habe oben Fleisch angemacht. Meine nächste Folge. Wie gesagt, ich sehe gar nicht, was ich alles angestellt habe, weil ich zu viele Dinger hier oben offen habe. Oh, die Schüttelbox ist durch. Nun. Ach so, halt. Wow. Raus. Der Schlagge in der Hand. Huch. Nee, giftiger Schlamm, Entschuldigung. Es ist nur giftiger Schlamm. Ich nehme den mal mit der Hand eben und trage den rüber. Ja, also nächste Boy. So. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Und glauben an den lieben Gott und haben doch immer Lust. Das hat mir jetzt kurz, war ein kurzer Aussetzer. Deswegen habe ich dir kurz geholfen. Danke. Der Weg ist endlich fertig. Nein. Doch, schon. Es sind sogar noch Straßen. Giftigen Schlamm hingesetzt. Ja gut, ich meine, die wirst du schon irgendwo irgendwie los. Da glaube ich ganz fest an dich. So, jetzt muss ich mal eben ein bisschen Kohle rausnehmen. Der lädt bei mir schon nach. Ich pack's mir unten ins Inventar und es wird sich direkt angezeigt. Du brauchst wahrscheinlich noch viel, viel mehr Gold. Das kann ich dir sagen, wenn ich das, was du mir gebracht hast, erstmal verarbeitet habe. Hui. Okay. Also, wow, was für ein Rückgrat. Wow, krass. Tatsächlich, das Nadelöhr ist ja so ein Stück weit die Produktion von Epoxidharz, Kunststoff etc. Was ich ja hoffe, mit meinen 10 Ölbohrtürmen, die du dir immer noch angucken musst, glaube ich. Ja, mache ich auch jetzt zum Ende der Folge. Wieder ein wenig entgegengewirkt zu haben. Ich glaube, ich habe gerade super seltene Schnappschildkröte getötet, die jetzt ausgestorben ist. Hoppala! Kannst nichts machen. Ja, passiert. Bisschen Schwund ist immer. Ja. So, dann steht da oben der Karren für die nächste Folge. Und fürs Gold holen. Dann schaue ich noch nach meinem Fleisch oben. Stell vielleicht auch mal neues Fleisch an. Oh, schön. Schön. Oh, ich liebe diesen Park. Wie gesagt, ein bisschen bemängel ich, dass die Ölbohrtürme keine Schornsteine haben. Haben wir eigentlich Pollution? Keine Ahnung. Ja, mit Sicherheit allein schon wegen unserem Betonbunker. So, Bodenverschmutzung. Ja, gut, Bodenverschmutzung ist bei den Öldingern relativ krass. Und hinten bei der Fabrik ein bisschen. Guck mal, Luftverschmutzung. Scheiße. Ja, wir haben halt unsere Zones, ne? Ist okay. Siodeli, wie schaut's hier aus? Was kann ich noch machen? Rohe Wurst. Maima. Da geht's um die Wurst. Rohe Wurst. Und rohen Speck. Oh, schön, wie es in den Himmel steigt. Vorbereitetes Fleisch. Es ist so. Gebackene Tomate, gebratene Tomate, gegrillte Tomate. Rohe Tomate.
vorbereitete Tomate. Ja. Gehackte Tomate. Passierte Tomate. Braucht alles seinen Namen. Mhm. So. Möchtest du nochmal ins Freizeitpark Ölbohrparadies gucken? Ja, Moment. Ah, nee. Ich kann hier nur 5 Aufträge. Alles klar, dann halt nicht. Jetzt habe ich 5 Fleischaufträge in der Warteschlange. Hm. Ui. Siehst du schon? Ja. Ich stehe hier Sieht oben. Sieht herrlich aus, oder? Ja. Das ist wahrhaft wunderschön. Warte, ich setze dir nochmal eben einen drauf. So. Yay. Läuft der nämlich auch noch die Raffinerie. Ah, herrlich. Das ist Industrie. So wie Industrie, die ich lieben will. Ach ja, dann war's das für diese Folge auch wieder, ne? Mensch. Haben wir's geschafft? Wir kommen der Sache immer näher. Und guck mal, wir haben relativ schnell Gold gefunden heute. Das stimmt allerdings. Und du hast schon ein bisschen was davon. Mhm, auch schon teilweise weiterverarbeitet. Ich habe auch schon das erste Blattgold hergestellt gehabt. Yay. Auch wenn es nicht viel ist. Weil jetzt arbeitet das Ganze erstmal und wie gesagt, das Nadelöhr ist das Ding hier hinten gewesen. Das arbeitet ich jetzt auch. Ja, ich habe gerade noch mal 2x20 Kohle reingepfeffert in der Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen hält. Und vielleicht kriegen wir diese ganzen jetzt laufenden Ölbohrpumpen mit jeweils 20 Fässern pro Pumpe dann auch entsprechend durch. Und ja, können dann daraufhin, warte mal, eine Sache will ich nochmal eben schnell machen, zur Sicherheit. Und zwar schließe ich mal eben das zweite Lager an die Pumpen an. Falls das erste Lager leer läuft, können die nämlich aus dem zweiten Lager noch die Sachen rauskrabben. So, die kommen da glaube ich gar nicht mehr dran hier. Hatte ich die jetzt schon gemacht? Die habe ich gemacht. Habe ich die gemacht? Nein. Komisch, dass die hier noch drankommen. Naja, egal. Die hinten aber wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Okay. Ja, dann holen die sich nicht immer alle aus dem einen Lager die Sachen raus. Und dann können im Falle dessen, dass es leer läuft, eben aus dem anderen dann auch weiter rausholen. Ja, dann sehen wir uns für uns nächste Aufnahmesession, für euch nächste Folge, liebe Freunde. Entsprechend wieder. Morgen. Ich hoffe, dass wir dann ganz viel Petroleum haben. Das hoffe ich auch. Und wir dann auch ordentlich Epoxidharz und Kunststoff etc. machen können, damit wir auch weiter bei der Produktion der entsprechenden Ressourcen kommen. Ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal Industrie 4 freischalte, um halt auch weiter die modernen Upgrades hochzubringen, um auch die Rohstoff- und die Produktionszeit weiter zu verringern bei den Sachen. Ja, bestimmt. Kriegen wir nächstes Mal hin. Das wäre wünschenswert. Dann, liebe Chi und liebe Zuschauer, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.